Hey und hallo, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet. Schön, dass ihr einschaltet, wenn es mal wieder heißt, das Brett im Check. Und heute habe ich mal wieder einen Prototypen dabei, Bierpioniere. Erscheint auf Deutsch bei Spielefable, ist gerade in der Spieleschmiede und wird gebackt, hoffentlich, aber es sieht ganz gut aus. Es ist von Thomas Spitzer, den viele eben kennen für seine ruhrgebietsbezogenen Spiele, wie zum Beispiel Schichtwechsel, das letztes Jahr erschien, und das soll auch schon im Oktober diesen Jahres wahrscheinlich dann zum Spiel ausgeliefert werden. Und es dreht sich ums Thema Bierbrauen. Bierbrauen aber nicht in der heutigen Zeit, deshalb sind ja auch keine Shishi-Craft-Biere oder sowas dabei, sondern halt aus historischer Sicht. Das ist ein Thema, was der Thomas Spitzer sich gerne annimmt. Und wir sind hier irgendwo, ich glaube, so Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn ich das thematisch richtig eingeordnet habe. Es ist auch eine Anleitung, das habe ich leider noch nicht geschafft, mir so genau durchzulesen. Ich habe jetzt hier auch nur die Prototyp-Version, aber ein ganz großer Appendix noch mit drin, oder ein Almanach besser gesagt, von den ganzen Persönlichkeiten hier im Spiel. Thomas Veltin, Theodor Stauder, Johann Fiege, die Diebelsbrauerei, Fritz Brinkhoff, Heinrich Beck, Miller, Binding, also ganz, ganz viel. Also das Thema wird hier wirklich sehr hoch gehalten, wie in den meisten Spielen von dem Thomas Spitzer. Ich würde euch mal einen ganz, 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 ganz groben Überblick geben, was das überhaupt ist. Sag euch dann, wie euch das gefallen hat, oder wie euch das gefallen hat. Das sage ich euch. So, also es hat euch bestimmt gut gefallen, hoffentlich. Nein, wie es mir gefallen hat. Ich kann schon einen kleinen Spoiler vorweg sagen, es hat mich sehr positiv überrascht. Also, da muss ich sagen, es ist, glaube ich, fast mein liebstes Spiel von Thomas Spitzer. Und ich zeige euch mal einen Spielplan. Wie gesagt, es ist ja alles noch in Prototypen-Version, aber damit ihr mal ein ganz grobes Gefühl bekommt, was man da macht. Es ist im Grunde genommen ein Worker-Placer, der sich aber an gewissen bekannten Spielen inspiriert, was jetzt nicht schlecht sein muss, das sagt der Thomas Spitzer auch selber, dass er sich so ein bisschen hat inspirieren lassen von Viticulture, aber auch ein bisschen Arche Nova. Auf die Idee kam er 2015 bei einer Brauereitour. Ich schalte mal rum auf die andere Kamera. Da seht ihr einfach mal den Spielplan. Wie gesagt, der ist jetzt hier noch in der Prototypen-Version. Und das Ganze ist, wie gesagt, im Grunde genommen ein Worker-Placer. So, ihr seht also verschiedene Spots hier auf der Map. Ich habe so eine Sache noch vergessen rauszusuchen, die noch relevant ist. Die zeige ich euch jetzt auch gleich. Ihr seht hier die verschiedenen Spots auf der Map, wo wir unsere Worker einsetzen können. Zu der Map gehört auch noch das dazu. Das legt man dann hier drüber oder daneben. So viel Platz haben wir gerade nicht. Das ist aber eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, denn das zeigt einem, was am runden Ende passiert. Das geht man dann durch. Das sind gewisse Dinge, die getriggert werden, beziehungsweise die Seite hier, das sind Bonusaktionen, die sind auch immer wichtig. Wir haben zudem hier unser Player-Tableau. Das Player-Tableau, das symbolisiert unsere Brauerei, und unser Ziel ist es, so, wenn man mal wieder hier so ein Körperklaus ist, die symbolisiert, dass wir Bier brauen wollen. So, und am Anfang des Spiels können wir nur Altbier brauen. Ja, das mag hart sein. Wir können im Laufe des Spiels aber auch noch Weizen brauen, Starkbier, Pilz, Export und Lager. Das seht ihr hier oben alles. Und es ist eigentlich sehr, sehr clever gelöst, denn über diverseste Aktionen unser Bier, das altert nach einer Runde, altert das immer um eins. Das sehen wir dann am runden Ende hier. Wir haben die Möglichkeit, dass wir unsere Bonus-Miepel opfern, damit es noch eins mehr altert. Und das wird dadurch dargestellt, dass es sich immer dreht. So, und sobald es bei 0 angekommen ist, nehmen wir den Token wieder runter. Dann nehmen wir uns halt so ein Bier-Token. Die sind jetzt hier hinten drin. Die gibt es dann eben auch. Das ist die Prototypen-Version. Sehen nachher auch, denke ich mal, alle viel, viel toller und besser aus. Ihr wisst, wie das ist. Nehmen uns dann den entsprechenden Bier-Token raus. Weiß nicht, angenommen, ich hätte jetzt einen Weizen gebraut. Habe ich zwar noch nicht, aber nur als Beispiel. Und müssen das hier auch in unserem Keller reinlegen. Also hier merkt man auch gewisse Parallelen, wie das vielleicht auch von Viticulture oder Distilled oder sowas gerade bekannt ist. So, und wir wollen natürlich im Laufe des Spiels, wollen wir auch noch die anderen Biere freischalten, wollen, dass die auch noch altern. Und da haben wir halt bei den Worker-Placer-Spots diverseste Möglichkeiten, und auch das ist ein ganz zentraler Mechanismus des Spiels. Wir haben unsere Worker, und diese Worker, die haben halt auch Erfahrung. So, und das ist, wir starten mit Worker mit der Erfahrung 1 und 2. Das seht ihr, das steht hier drauf. Und das ist eigentlich ganz clever gelöst, denn
Wenn ich hier drauf gehe, zum Beispiel, hier können zwei Stück drauf. Beim Spiel mit weniger als vier Spielern werden auch immer über Karten werden random Spots abgedeckt. Das kann echt fies sein, haben wir festgestellt. So, aber angenommen, ich gehe jetzt hier auf diesen Vierer, dann ist der blockiert. Dann wird geguckt, ich rechne dann die Zahl, die hier drauf steht, plus der Erfahrung des Workers. Und wenn ich auf sechs oder mehr komme, darf ich noch zusätzlich eine Bonusaktion triggern. Ich habe am Anfang zwei von diesen kleinen Workern hier und die setze ich dann noch hier oben drauf. Hier unten darf ich nachher drauf haben, wenn ich noch zwei diese Glühbirnen freigeschaltet habe. Dazu gleich nochmal mehr. Aber dann setze ich mich hier hin, das blockiert auch mit jemand anderem, deshalb auch das Unendlichkeitszeichen hier. Und dann darf ich mir aussuchen, welche Bonusaktion ich noch nehme. Dadurch triggere ich dann schöne Kettenzüge mitunter, beziehungsweise kann dann hier nochmal das Bier weiter reifen lassen, darf Fässer nehmen, Fässer runterschieben, weil wenn ich Bier liefern will, dann ist es ganz wichtig, dass ich entsprechend auch die Fässer habe. Auch hier thematisch sehr, sehr schön gemacht, denn wir haben hier die Fässer, die müssen in unseren Keller, hier unten, aber hier oben ist das Fasslager. Und wenn ich hier ein Fass habe, dann darf ich das nicht benutzen beim Liefern, sondern es muss erst da unten rein. Und das ist auch in der Anleitung schön begründet, denn da verweist der Thomas Spitzer darauf, dass es früher so war, dass die ganzen Brauereien nur sehr wenige Fässer hatten oder so gar nicht eigene Fässer, beziehungsweise sie haben, wenn sie eigene hatten, haben sie die Fässer verliehen. Und wenn sie die zurückbekommen haben, dann mussten sie die erst säubern. Und diesen Prozess, wenn die hier oben sind und ich muss die da unten reinkriegen ins Lager, das ist quasi dieser Säuberungsprozess. Ganz schön auch, das sieht man hier, wir können auch unsere Brauerei ausbauen, die geben uns diverse Boni und so bauen wir diese Dinge ab, dass wir mehr Möglichkeiten haben, mehr Bier zu brauen, auch alles schön thematisch, der Bierfilter, die legen wir dann hier an der Seite an quasi, seht ihr hier, und dadurch werden dann unter Umständen auch noch Boni getriggert. Wir haben am Ende einer Runde haben wir die Möglichkeit, dass wir unsere Arbeiter über die Aktion hier, wenn ich hier hingehe, dass wir unsere Arbeiter promoten, dass die also besser werden. Das wird an der Aktion hier gezeigt. Dann legen wir, wenn wir die Aktion nutzen, legen wir hier so unser Token hin, dass wir die aufwerten und dann dürfen wir uns einen unserer Arbeiter nehmen und dürfen den dann entweder den Einser auf einen Zweier oder den Zweier auf ein Dreier upgraden. Auch hier ganz süße Thematik. Ihr seht, hier haben wir das auch nochmal, diese Worker. Und das bedeutet, die gehen quasi in Rente und lernen jemanden mit mehr Erfahrung an. Und die, die in Rente gehen, die sind dann aber noch so freundlich und zum Abschied fegen sie dann noch unser Lager. Dadurch schalten wir das hier frei. Das können wir auch machen, je nachdem, was wir gerade machen. Man muss da nicht in der Reihenfolge vorgehen. Das heißt, wir haben mehr Lagerplätze und schalten aber auch einen Sofortbonus frei auf der Einkommensleiste hochgehen und auf der Leiste beispielsweise hier hochgehen. Die ist auch ganz relevant, denn das zeigt an, wie viel Bier wir brauen können. Hier wollen wir auch hochgehen. Hier schalten wir am Ende auch noch mehr Möglichkeiten, frei Siegpunkte zu scoren. Und das seht ihr jetzt hier nicht. Hier oben liegen nämlich immer Karten aus und je nachdem, wo ich hier bin, gibt mir das zum einen die Möglichkeit, mehr Biere zu brauen, als aber auch, dass ich Zugriff auf mehr Karten habe. Also bin ich zum Beispiel hier, habe ich nur Zugriff auf die Karten, die hier in dem Bereich liegen. Da habe ich erstmal keinen Zugriff drauf. Und die Karten sind auch noch ein ganz, ganz zentraler Mechanismus von dem Spiel. Das ist so ein bisschen das, was der Thomas Spitzer sagt, was er ein bisschen von Arche Nova abgeguckt hat. Und das ist nämlich, dass es hier sehr coole Möglichkeiten gibt, diese Art von Karten. Auch alle thematisch. Hier haben wir zum Beispiel den Bierdruckapparat. Die haben aber drei verschiedene Möglichkeiten, wie ich sie einsetzen kann. So, aber nicht immer. Ein Platz ist immer leer auf einer Karte. Wir haben Weiß. Weiß ist eine Sofortaktion, die ich auch hier zum Beispiel durch die Aktion Karte Spiele triggere. Also wenn ich hier die weiße Funktion nutzen möchte von einer Karte, muss ich also hier einen meiner Worker hinsetzen und darf in dem Moment eine Karte spielen, aber nur mit der weißen Funktion. Die sagt zum Beispiel, nimm einen Siegpunkt für je zwei Fabrikerweiterungen, also sprich, wenn ich meine Brauerei erweitert habe, dann nehme ich mir dafür einen Siegpunkt. So, und dann ist die aber weg, die Karte. Die nächste Option, die ich aber hätte, wäre, dass ich die Karte als dauerhaften Effekt bei mir installiere. Und das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Dadurch habe ich auch viele neue Möglichkeiten. Zum einen, hier sieht man, ich bekomme ein neues Fass dazu, ich bekomme einen weiteren Soforteffekt und ich darf immer, wenn ich die Aktion, das ist diese hier, nutze, hiermit kann ich quasi meinen Brauprozess beschleunigen. Ich gehe also hierhin und darf dann
aufteilen, je nachdem, wie viel Biersorten ich schon freigeschaltet habe, darf ich quasi das Braurad drehen, um die Biere schneller fertig werden zu lassen. So, und das ist am Anfang, haben wir Startkarten, das dürfen wir 2 Bewegungen machen, habe ich aber so eine schon gespielt und ich habe diese Funktion hier, dann darf ich das 3-mal machen. Habe ich sogar 2 davon, die werden dann so hingelegt, dann habe ich sogar die Möglichkeit, dass ich das 4-mal machen kann. So, und auch hier, es gibt zum Beispiel hier noch die Funktion, neue Fässer zu bekommen oder neue Fässer dann quasi aus dem Lager runterzuschieben in meinen Keller. Auch das geht mit diesen Funktionen. Hier haben wir diese Lampen, diese Birnen, die mir mehr Möglichkeiten zum einen geben, halt, wenn ich mindestens 2 habe, dass ich die unteren Bonusfelder freischalte, als aber auch für die Siegpunkte am Ende. Und es gibt aber noch die Möglichkeit, und das ist hier in dem lilanen Bereich, dass ich diese Karte nutzen kann. Und dafür haben wir auch noch einen extra Worker, das ist ein LKW, wovon jeder einen noch hat. Das sind Felder hier unten. Hier kann ich hingehen und wer als erstes hingeht, der darf ein Fass runter verschieben. Und, oder hier zum Beispiel, wer als erstes hingeht, kriegt ein Geld. Also auch hier kann sich lohnen, schnell zu sein. Und hierüber kann ich dann die Karte spielen, dass ich eine Mission abliefere quasi. Und das heißt, so werde ich mein gebrautes Bier dann los. Das hier sagt zum Beispiel, ein Lager, ein Altbier. Ich muss 2 Fässer abgeben und ich bekomme ein Geld und 5 Siegpunkte. Gewonnen hat, wer als erstes 20 Siegpunkte hat. Da merkt man auch so ein bisschen, Viticulture lässt grüßen. Und die Karten gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt noch eine ganz, ganz interessante Sondervariante an Karten. Das ist auch so ein bisschen der weiße Effekt. Das ist zum Beispiel, ich habe vorhin mal welche rausgesucht, das sind zum Beispiel diese hier, denn ihr seht ja, auf unserem Brauereiboard ist hier unten noch so eine Aussparung und da haben wir die Möglichkeit, dass wir quasi so eine Art Masterbrauer einstellen und das ist zum Beispiel hier der Josef Groll, das sieht man daran, dass hier unten das weiß ist, sonst ist das hier so grau, hier ist es weiß, dann schiebe ich den quasi hier unten rein und dann habe ich einen dauerhaften Effekt, der zum Beispiel sagt, immer wenn du nur Pilz brauchst, also nichts anderes, dann darf ich mir aber eine Karte nehmen. Die darf ich mir entweder verdeckt nehmen oder hier oben vom Stapel, wo ich dann, je nachdem, wo mein Marker steht, Zugriff drauf habe. So, und das machen wir dann im Endeffekt halt Runde über Runde. Vor allen Dingen finde ich es ganz, ganz spannend. Wir haben eben auch die Möglichkeit für gewisse Siegpunktfelder, das sehen wir hier oben noch, dass wir unsere kleinen Worker, die wir für Bonusaktionen nutzen können, dass wir die opfern können, um zum Beispiel, wenn wir die Voraussetzungen haben, hier noch Siegpunkte direkt zu bekommen. Habe ich also 3 gleiche Biere in meinem Vorrat, darf ich direkt sagen, von meinen kleinen Workern, wovon ich am Anfang nur 2 habe. Ich bin der Erste, ich habe 3 gleiche Biere im Lager, stelle ich denen hin und bekomme sofort 3 Siegpunkte. Dann habe ich aber nur noch einen für Bonusaktionen. Es gibt nachher Möglichkeiten über Gebäudeerweiterung neue freizuschalten, dass ich nochmal 2 bekomme, aber ich habe nur maximal 4. Hier wird immer noch eine zufällige Siegpunktekarte hingelegt, das muss man sich überlegen. Oder ich kann beispielsweise auch über eine Brauereierweiterung eine Gebäudeerweiterung hier ein unterbringen, einen meiner kleinen Miepe, der ist dann auch raus aus dem Spiel sozusagen. Dann drehe ich aber am Ende einer Runde immer 2 automatisch schon weiter in einem Alterungsprozess. Muss man also auch immer so ein bisschen abwägen, was will ich und macht das jetzt Sinn, was opfer ich wann und wie gehe ich da am besten vor. Gibt noch ganz viele weitere Möglichkeiten, was ich tun kann. Wie gesagt, es soll nur ein ganz grober Umriss sein, worum es geht. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin super positiv überrascht von dem Spiel. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Weil ich habe erst gedacht, naja, mal gucken. Ich habe damit gewartet, bis ich da meine Spielrunde zusammen habe, wo ich weiß, da haben wir auch Leute, die das Thema Bier sehr, sehr mögen, große Bierfans sind. Und habe gedacht, komm, wenn es thematisch passt, dann umso besser. Aber ich habe ganz schnell festgestellt, dass das einfach ein sehr gutes Spiel ist, auch für Leute, die jetzt keine Biertrinker sind. Denn es ist ein tolles Worker-Placement-Spiel mit vielen, vielen Möglichkeiten. Das mit Sicherheit, das merkt man auch, inspiriert ist von Spielen wie Viticulture, vielleicht auch ein bisschen Distilled, ein bisschen Arche Nova, was der Autor ja auch sagt. Und das funktioniert, aber auch dieses Abwägen. Meine Worker abzugraden. Es gibt ja maximal auch nur 2 Spots da drauf. Wir hatten im Spiel zu dritt sogar das Problem, dass einer dieser Spots weg war und aus dem Spiel war, weil man das ja immer ein bisschen anpasst. Das war brutal, weil nur ein Spieler immer die Möglichkeit hatte, seine Worker abzugraden. Die Worker abzugraden ist jetzt nicht essentiell wichtig, aber mit den Bonusaktionen, die ich darüber bekommen kann und je höher die Worker von der Erfahrung sind, umso höher ist natürlich die Chance, dass ich eine Bonusaktion bekomme. Es gibt Felder, die haben also eine 3, da hilft man anfangs
Platz 2 ja nicht, weil wir erinnern uns, wir brauchen mindestens 6. Wir hatten umgekehrt, hatten wir aber einen Spieler, der hatte halt über diese Bonuskarten, hatte der eine Persönlichkeit im Spiel reingebracht, die sagte, du kriegst schon ab 5 den Bonus-Miepel, die Bonusaktion. Das war relativ stark und dadurch musste der erstmal hier, du bekommst Bonusaktionen schon ab 5 Punkten und dadurch musste der sich auch nicht so in dieses Upgrade-Racing so reinbegeben und hat es immer mal mitgenommen, wenn es zur Verfügung stand. Aber auch die Varianz, diese Karten auf 3 verschiedenen Ebenen zu nutzen. Entweder ich gebe sie als Mission ab, wenn eine Mission draufsteht, oder ich nutze den Soforteffekt, oder ich nutze halt das als quasi Upgrade, um so ein bisschen meine Engine zu bauen. So, aber dann hat eine Karte plötzlich eine Mission, wo ich sage, oh, die kann ich erfüllen, weil ich mich genau auf Pilz und Weizen spezialisiert habe. Aber der Soforteffekt ist eigentlich auch total geil. Den würde ich auch gerne nutzen. Oh, was mache ich denn jetzt? Das oder das, auch schön thematisch hier, das Oktoberfest in München dabei, auch mit einer schönen Mission, Bier, Weizen und Starkbier willst du haben, 3 Fässer, 7 Punkte. Viele kleine Entscheidungen, aber, und das finde ich wirklich, wirklich spannend, das macht es für mich als Worker Placement Titel total interessant, weil es sich einfach nicht so, es gibt viele Worker Placement, wo ich das Gefühl habe, ich mache immer dasselbe und natürlich bin ich ja auch dabei, Bier brauen, aber sich zu überlegen, auf welche Biere spezialisiere ich mich jetzt, was brauche ich, wo lasse ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ha, ich bin wirklich überrascht, ich habe eigentlich erwartet, dass ich hier ein grundsolides Spiel bekomme, das ist gar nicht negativ gemeint, ich mag die Spitzer-Sachen, das sind jetzt nie so die Sachen, wo ich sage, boah, haut mich jetzt total um. Aber das Bierpioniere, ich mag das Thema natürlich auch gerne. Das ist ein bisschen als Kind des Ruhrgebiets. Ruhrgebiet, was gerade historisch gesehen sehr, sehr viele tolle Traditionsbrauereien hatte, wovon leider lang nicht mehr so viele existieren. Aber das ist auch ein Titel, wo ich ganz genau weiß, den kann ich auch mit Cat spielen, obwohl sie jetzt kein Bierfan ist und sie wird es trotzdem mögen und gut finden. Davon bin ich überzeugt. Und gerade wenn ihr so Spiele wie Viticulture mögt, ich will jetzt nicht sagen, das ist das neue Viticulture, um Himmels Willen, Viticulture ist eines meiner absolute Lieblingsspiele. Aber das geht tatsächlich in eine Richtung, die jetzt daran erinnert, ohne dass sie die vielleicht, was viele bei Viticulture immer auch ein bisschen kritisieren, diese überzogenen, starken Besucherkarten haben. Ihr wisst das ja, Viticulture lebt auch viel davon, dass man diese Ereigniskarten hat mit den Besuchern und was es da alles gibt und die neuen Arbeiter und sowas. Finden einige Leute ja auch OP. Ich finde auch, es also so ein bisschen overpowered. Es gibt ein paar Karten, die sind deutlich stärker als andere. Das ist hier nicht drin, dafür gibt es diese Karte, die mich wiederum vor anderen Entscheidungen stellen, als was ich sie jetzt nutze, was ich auch sehr erfrischend und sehr, sehr angenehm und gut finde und ich auch dadurch immer das Gefühl habe, dadurch spielt sich das Spiel automatisch auch anders, weil ich ein bisschen auch schaue, was geben mir die Karten vor. Es gibt auch 12 Startkarten, wovon man 3 am Anfang immer random auf die Hand bekommt. Die geben mir schon ein bisschen vor, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte, was für Karten liegen, wie weit ich meinen Brauereiprozess entwickle. Wir haben hier noch die Möglichkeit beispielsweise, nee, Moment, Quatsch, auf unserem Brauereiboard haben wir auch noch die Möglichkeit, unsere Brauerei zu entwickeln. Das hat wiederum den Vorteil, dass dann unsere Biere, wenn wir die quasi hier drauf bekommen, nicht immer bei 6 starten, sondern je nachdem, wo wir hier sind, bei den Cubes, vielleicht schon bei 4 oder bei 5 starten, dadurch sind die schneller fertig. Auch das spannend, aber auch wieder über den Spot hier, den wir erreichen müssen, wodurch wir uns weiterentwickeln. Also da ist auch ein gewisser Run drauf. Ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Das ist ein super cooler Worker-Placer, der mir richtig gut gefällt, der erfrischende Mechanismen hat in der Kombination, wie er sie miteinander verbindet und vereint. Ein Thema, was mir persönlich gut gefällt, das ist mit Sicherheit absolut Geschmackssache, ob man jetzt das Thema Bier mag oder nicht. Aber selbst wenn ich kein Bier leiden kann, steckt hier wirklich ein cooler Worker-Placement-Titel dahinter, den ich wirklich empfehlen kann und den ich definitiv auch noch einige Male auf den Tisch bringen werde. Ich werde es wahrscheinlich am Wochenende mit Cat und noch 2 anderen Freunden spielen, die, wovon ich auch weiß, dass 2 garantiert keine Biertrinker sind, die das Spiel aber bestimmt mögen werden, weil es einfach einen coolen Mechanismus hat und einfach sehr gut funktioniert. Ja, das ist meine kleine Vorschau zu Bierpioniere. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, schaue ich gerne rein und beantworte die. Ansonsten würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit, macht's gut, bis bald, danke. Und tschüss.